Ja. So geil. Und da sagt jemand, ich bin komisch. Und du bist normal und normal ist das neue komisch. Außerdem, Mann, du musst mich... Ey, warte mal, schaut euch das mal an. Schaut mich mal an. Schaut mich an. Seht ihr mich? Ihr seht, ich hab die blaue Aura. Oh. Ihr habt die rote Aura. Unnötige Items FTW. Wow. Ah. Da wird er direkt aufhören mit Faustjumpen. Ja. Ich kann da auch, schau mal. Neues Oberteil. Wow. Aber kein Avatar-Oberteil, oder? Das war nicht im Shop drin, sonst hätte ich dich direkt schon wieder um Geld angebettelt. War mir nicht klar. Also Simon, was möchtest du? Möchtest du Außenseiter sein? Möchtest du die Minderheit bilden? Vielleicht. Wenn du die Minderheit bilden willst, dann nimmst du Saber Knight bzw. Grandmaster. Wenn du dich der Gruppe Masse anschließen willst, dann nimmst du Pyro Knight. Du, nö. Eigentlich mag ich BHs ja lieber. Was ne Pyro? Zeigt beim zweiten Klassenwechsel mehr Rot. Ich weiß nicht. Aber ich würde sagen, Grandmaster ist anfängerfreundlicher. Nach einer langen Pause. Und man hatte, so wie Simon. Also wieder Einsteiger hier mal. Ja, wieder Einsteiger meint natürlich. Ja, ja. Schon klar, du kleiner Rassist. Was? Ich ignoriere diese Logik einfach. Ja. It's a boy. Ach ja, ich kann es nochmal sagen, wenn ihr... Wie groß mein Ding da ist. Ne Kopf. Nee, mein anderes Ding, aber jetzt ist es nicht mehr ganz so groß, weil ich dich gesehen habe. Ach ja, ich wollte noch sagen, wenn jemand in die Gilde will von euch Zuschauern, soll mir mich anschreiben irgendwie. Oder mich. Oder deine Mutter. Oder mich nochmal anschreiben. Kann mich zwei verschiedene noch anschreiben. Er kann mich auf drei verschiedenen Sachen anschreiben. Oh. Wusch. Ich brauche Halloween Tree Base-Set. Haare. Maske. Und Schwert. Ach ja, und so weiter. Ich bin jetzt länger, also beschenkt mich damit. Ey, mir wurden schon mal. Dunkelritter Fäustlinge geschenkt, mir wurden schon mal irgendwie viel 100 Erholungstränke geschenkt und mir wurden Idee geschenkt. Eldritte wurden mir auch schon geschenkt, ich bin Fame. Ich hab dir auch schon so viel geschenkt. Ja, siehst du? Dafür schenkst du mir dein ganzes Geld. Ist klar. Ich hab dir ein Eldritt geschenkt, dafür schenkst du mir jetzt irgendwie viel 100 Millionen. Ist so. Ne? Ich hab dir Eldritte geschenkt, dafür schenkst du mir jetzt all dein Geld. Dafür schenkst du mir jetzt dein Leben! Was? Okay. Sekunde. Rote Aura. Fick dich! Schlecht. Ist ja selbst 700 besser. Ich weiß. Did you see that move? Did you see that move? Wie viel Money hab ich denn? Haha, level up. Du Opfer kannst nichts. Das ist halt kleine Skiller hier wieder heimlich auf Feld leveln gehen. Ja, ihr braucht so ewig. Ja, ich war sozial und habe auf Vanity gewartet, okay? Genau, und ich war so sozial und hab mal in die Küche gesucht, damit ich.
Sollen wir die Klassenwechselquest lesen, Simon? Ja. Ach du Scheiße. Ready? Ja. Ausgezeichnet. Du hast dir die Aufgabe sehr schnell erfüllt. Du hast dir den Titel Freier Ritter wahrlich verdient. Das Deutsche Reich dankt dir. So, das ist das Siegel des Freiritters des Deutschen Reiches. Wenn du es bei dir trägst, bist du überall im Deutschen Reich als Reichsführer anerkannt und behandelt werden. Du bist ab sofort ein Reichsführer. Rin. Hitler. Ho ho ho. Und nur so, bevor jemand das glaubt, Simon ist nicht Nazi. Ein Neonazi. Nee. Er hat einfach nur Spaß an, so zu reden. Also, was nehmen wir jetzt? Pyro oder Fechtritter? Hä? Pyro-Ritter, weil alle das wollten. Und Simon, was nimmst du? Dafür machen wir jetzt erstmal meinen Weg des Ritters. Wieso? Ich... Einerseits muss ich noch... Wieso machen wir das nicht so? Wir holen erst uns den Klasswechsel und dann dir. Du bist die Minderheit. Genau. Also bin ich der Let's Player hier. Oder wie soll man das jetzt machen? Erstmal entscheidet Simon, was für ein Klasswechsel er nehmen will. Und sagen, tun wir hier auf dem Feld machen. Also soll ich Grandmaster nehmen, oder was? Nimm was du willst. Ja, BHs gefallen mir gut. Deswegen nicht GM, glaube ich. Und welche von den beiden ist es? Deine Mutter. Yay, gute Arbeit. Ich starn ab. Manu, wo bist du? Wir sind nach rechts rausgegangen. Hä, ich hab nichts gekriegt, ich hab keine Kiste, hä? Ist klar, danke. Manu, du meinst doch hier, dein Claimer ist größer als mein Zweihandswert, ne? Nee, das hat Simon gemacht, sagt. Ja, guck mal hier. Bittest du dein größer als mein Schwert? Das ich das gesagt. Wow. So leid, meine Hand ist größer als dein Schwert. Guck dir mal meine rechte Hand an. Damit fistest du mich jetzt an, oder? Guck dir meine rechte Hand an. Nee, meine linke Hand. Guck sie dir an. Guck sie dir an. Ich hab mir den... Guck, ich fiste. Oh nee, ich hab Angst. Also, Simon, was nimmst du jetzt? Was nimmst du? Ich nehme Pyro-Ritter. Dann nehme ich GM. Ja, und das heißt, du nimmst die Fechtmeisterin, oder? Nee, weißt du. Hast du die Quest angenommen schon? Nee. Dann nimm die Fechtmeisterin an. Moment. What the fuck? Moment, ich suche sie gleich. Ah ja. Okay, wo ist die? Du musst die eine Pinwand einfach schauen, die Quest dafür. Es wäre ganz schlau, aber es steht nicht in meiner Macht, weißt du. Ist klar. Warum? Eigentlich wusste ich schon, ob ich überlegt hatte, ob ich die ganze Zeit, ob ich links oder rechts rauslaufen soll. Ich habe keine Ahnung warum. Du sollst links rauslaufen auf dem Feld. Ja, ich weiß, aber. Simon. Beeil dich ein bisschen. Sonst bin ich hier noch 10 Level vor dir voraus. Nein, ich muss mit Hoffmann sprechen. Aha, ich nicht. Elisis, hört ihr das an? Ich habe eine Nachricht vom Palast erhalten. Man hat dort vernommen, dass du als deutscher Reichsführer alles geleistet hast und möchte dich zu einem Schwert des Reiches zur Fechtmeisterin nennen. Darf ich dir Vanessa von der königlichen Garde vorstellen? Vanessa, das ist Elisis, die sich als rothaarige Schwertkämpferin einen Namen gemacht hat. Und Simon, merkt ihr den Namen jetzt, den wir jetzt nochmal benutzen müssen? Die Sprache. Wenn du sie... Sprich mit Hoffmann, Alter. Okay. Was? Hat man beim Annehmen auch schon was?
lesen müssen. Oh, muss ich nochmal lesen. Bei mir schon. Ich bin zu dämlich dafür, Mäse. Nun, da muss ich jetzt Hoffmann so vorlesen, wie ich ihn vorlesen will. Führerritter. Ihr lest es! Da fällt mir etwas ein. Erinnert euch an den Nachtwald? Der Nachtwald ist voller dunkler Kräfte und Dämonen. Und mir redet er immer so, ne? Vielleicht findest du dort einen Hinweis, wenn du doch tiefer in den Wald vordringst. Und oh ja. Wie soll ich jetzt die Leserin? Ich weiß nicht. Es könnte natürlich sein, dass tief im Wald etwas zu finden ist. Gut, ich werde noch einmal dorthin gehen. Also gut, was musst du machen, Simon? Ich muss jetzt überlegen, beziehungsweise ich laufe gerade zum Hofmann. Das Tolle ist ja, ich sehe es nicht mal, was du da reden musst. Gut. Hallo Reisender, mein Name ist Hofmann, ich leite die Händlergilde. Jenny, möchtest du dir kurz eine Geschichte anhören? Okay, das war's noch nicht mal. Ey, ich dachte, du machst. Nein, jetzt kommt Vanessa. Du bist eine rothaarige Schwertkämpferin. Das ist nicht so stark, als ich erwartet hatte. Naja, wir werden es herausfinden bei mir zu Hause. Ich habe gehört, dass du jetzt Dämonen jagst. Wir beobachten ihre Schritte vom Palast aus. Aus meinem Bett. Hast du eine große Übersicht? Du erhältst nun den Titel Schwert des Königreiches. Sowie materielle und moralische Unterstützung in Form von Kondomen und Dildos vom Palast. Falls es sich um einen königlichen Befehl handelt, kannst du diesen Vorschlag nicht ablehnen. Ach du Scheiße, ich lese es. Wie soll ich jetzt vorlesen? Mach einen Psychopathen aus dir, so wie ich. Nein, das ist jetzt die neue. Das ist deine Eleses. Das ist deine Eleses. Moment, lass mich kurz überlegen. Es ist die neue Kanzlerin. Ich mache hier jetzt extra eine Liste, wie das aussehen soll mit den Charakteren, Sprechdingern. Hier, Desktop, neu. Ich werde hier ein Textdokument machen. Okay, die Elise ist einfach, eine schwule Tunte. Nein. Ich kann keine schwulen Tunten. Ich kann mich nicht normal stellen. Okay, okay, sie ist die neue Kanzlerin. Ha! Dö, das brauche ich nicht. Was ist denn, wenn ich trotzdem ablehne, doch, für das Deutsche Reich? Das hat irgendwie. Du sollst bekommen, was du verdienst. Tja. Aha. Also Simon. Ich will sofort als Erklärung sehr gern. Oh. Du bist also wirklich die rothaarige Schlampe. Du hast mich besiegt und ich konnte den königlichen Befehl nicht ausführen. Dafür muss ich sterben. Töte mich richtig hart. Mensch, du musst dich doch nicht wegen eines königlichen Befehls dein Leben geben. Wie nervig. Okay, dann nehme ich den Vorschlag doch an. Ich gehe davon aus, dass die rothaarige Schlampe zu ihrem Wort stehen wird. Dann wollen wir mal nun mit dem Test beginnen. Was? Ein Test? Davon war doch nie die Rede. Genauso wenig wie von der NSA. Mist. Aber ich kann ja auch nicht zurücknehmen, was ich gesagt habe. Du musst einige Aufgaben erfüllen, ehe du dich offiziell als Gefechtsmeisterin nennen darfst. Das ist zwar sehr formell, aber du musst diesen Prozess durchlaufen. Da du die Fähigkeit besitzt, mich zu besiegen, wird er wohl nicht allzu schwierig für dich werden. Ein Aristokrat aus Belda hat im Schloss Robo etwas verloren.
Seine Kondompackung. Es scheint ihm gestohlen worden zu sein von deiner Mutter. Ja, und weiß man, dass es auf YouTube hochkommt? Will er dem Wachturm, soll er der Übeltäter sein. Die notgeile Sau. Ich freue mich schon, es hochzuladen. Ich kann nicht mehr. Ich finde das Notgeil-Siegel. Ich werde mich in dem Haus aufhalten, das Hoffmann für mich bereitgestellt hat. Ja, danke. Wachturm-Experte brauche ich. Was brauchst du? Ich brauche Nachtwald-Experte. Wachturm. Ah, zwei gegen einen. Nee. Ey, ich bin ja Let's Player und so. Also Manu, was brauchst du? Nachtwald. Experte? Ja. Go? Ja. Nee, nee, nee. Wie mein Schwert auch mal doppelt so groß wie eure. Dein Schwert? Ja. Ah, oh, dein schönes Schwert. Ich freue mich schon, wenn ich ein eigenes Let's Play mache noch. Wo keiner von euch beiden dabei ist. Dann hacke ich mich in den Kanal rein, okay. Aber wenn ich dann drin bin, bohr ich so tief rum und nimm dann was. Simon, kannst du kommen? Sehr gerne. Scheiße. Oh, Moment. Okay. Warum muss ich jetzt gerade wieder an Zirkus Halligalli denken? Verschiebe. Alter. So. Und was lernen wir daraus? Denk dir an Zirkus Halligalli, wenn du Elfort spielst? Nee. Simon ist schrecklich, wenn er Vanessa reden muss. Entschuldigung, aber ich komme nicht hoch. Mach mal, versuch mal so rechts und dann links sich so zu drehen. Oder so. Hast du keinen Hoch bekommen? Ich bin eine Frau, okay. Was denn da? Dann bekomme ich einen rein. Das ist nicht deine Mutter. Also dieses Let's Play hat Klasse. Und wieso habe ich das Gefühl, ich will es gar nicht hochladen? Mich wundert. Du kannst ja ab 18 schalten. Du kannst dich nicht wieder anschauen, irgendwie. Ich glaube, dann könnt ihr von all seinen Abonnenten vielleicht noch zwei Leute angucken. Mein Schwert wird alles größer. Oh, komm her, komm her. Ja. Ich hab damals Süße. Pedo? Viel. Zu viel Pedo bin ich. Reden ich nicht. Simon ist hier der Beste, der redet wenigstens noch was. Ja. Ich will hier einfach schon gar nicht mehr reden, damit man nicht merkt, dass ich dabei bin. Man würde morgen nur noch stöhnen die ganze Zeit. Und etwas quietschen. Toll ist, an der Datei kann man sehen, dass es nicht bei mir war, sondern bei Steven oder Simon. Was stand da gerade? Wir sind zwar dumm, aber die Stärksten. Was? Wir sind stark, aber die Dümmsten. Also ich muss jetzt sofort wieder rein. Das ist pervers. Ja. Mach einfach sofort wieder Go.
Reiterstellung. Go!